Die Vögel zwitschern, aber das Wetter ist schlecht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier heute im Friedrich-Ebert-Haus begrüßen als Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführers zur Eröffnung der Sonderausstellung Europa, der Krieg und ich. Ganz herzlich willkommen hier im Friedrich-Ebert-Haus. Sie sehen, wir müssen hier den Corona-Regeln entsprechend nur ganz locker bestücken. Deswegen erlaube ich mir den Hinweis, dass wir die Eröffnungsveranstaltung aufzeichnen werden. Wenn Sie damit einverstanden sind, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dann müssen Sie das jetzt kundtun. Mein besonderer Willkommensgruß gilt Ihnen, lieber Herr Schneiderhahn, als Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Ganz herzlichen Dank, dass Sie den Weg hier nach Heidelberg gefunden haben, um die Ausstellung heute mit Ihren Worten zu eröffnen. Begrüßen darf ich weiterhin Herrn Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontaine, der jetzt gerade aus einer Finanzausschusssitzung gekommen ist und ich hoffe, er hat den Geldkoffer dabei, damit er es nachher verteilen kann. Er ist mittlerweile auch Vorsitzender des Volksbundes, allerdings für Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis, glaube ich. Soweit geht es schon. Das heißt also, Sie müssen sich heute besonders benehmen, wenn der Präsident da ist, sonst gibt es da noch weitere Verwerfungen. Ich begrüße auch Herrn Volker Schütze, den Geschäftsführer des Bezirksverbandes Nordbaden hier des Volksbundes. Herr Schütze, wir kennen uns schon durch eine andere Veranstaltung, eine Ausstellung, die wir vor Jahren mal gemacht haben. Wir haben draußen gestanden, haben beide gerätselt, was ist das wohl gewesen? Wir sind nicht drauf gekommen, liegt wohl am Alter, dass wir das nicht mehr wissen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und ich hätte gerne noch mehr begrüßt, aber leider ist das in diesen Zeiten nicht möglich, das ist nun mal so. In der Sonderausstellung blickt der Volksbund zurück auf seine über 100-jährige Geschichte. Also er ist begründet worden 1919 und wir haben 2019 auch gefeiert, nämlich den 100. Jahrestag der Wahl Friedrich Eberts zum Reichspräsidenten. Dann ist die AWO 100 geworden. Also 1919 ist ein geschichtsmächtiges und ein geschichtsträchtiges Jahr. Und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge blickt zurück auf 100 erfolgreiche Jahre, zum größten Teil, nehmen wir mal die Jahre 1933 bis 1945 außerhalb des Blicks. Die Ausstellung spannt den weiten Bogen vom Beginn der Kriegsgräberfürsorge in Europa im späten 19. Jahrhundert über die konkreten Aufgaben, die aus dem massenhaften Sterben der beiden Weltkriege erwachsen ist. Ich will nicht weiter auf den Inhalt eingehen, sondern ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir uns schon früh selbst hier im Hause dem Thema gewidmet haben. So hat der seinerzeitige Vorsitzende Markus Meckel im Jahr 2015 den Friedrich-Ebert-Gedächtnisvortrag gehalten zum Thema, ich zitiere, Arbeit für den Frieden, Versöhnung über den Gräbern. Die Schrift liegt übrigens aus, wie Sie auch die anderen Sachen, die dort ausliegen, mitnehmen können. Die heute zu eröffnende Ausstellung, die wir dann später, wenn wir die Eröffnung hinter uns haben, in den Raum rücken werden, damit sie dann auch von allen Seiten begangen werden kann. Diese Ausstellung macht deutlich, dass Krieg kein weit entferntes Phänomen ist, sondern sehr rasch real werden kann. Wenn ich zurückblicke, auch Friedrich Ebert und seine Familie waren vom Krieg besonders betroffen. Sie waren geplagt von der Sorge um die zum Kriegsdienst eingezogenen Söhne Friedrich, Georg und Heinrich. Der älteste Sohn Friedrich, der spätere Oberbürgermeister von Ostberlin, wurde im Juli 1916 schwer verwundet und ging nach Genesung 1917 wieder zurück ins Feld. Am 26. Januar 1917 erlitt der 19-jährige Sohn Heinrich eine Verwundung und starb wenige Wochen später in einem Feldlazarett in Mazedonien. Friedrich Ebert erhielt noch 1917 Aufnahmen von der Grabstätte. Zunächst wurde auf dem Grab ein Holzkreuz errichtet, später ein Stein mit Erinnerungsworten der Familie. Das Gräberfeld, das dann in späterer Zeit zeitweilig als Fußballplatz, Mülldeponie und Viehweide genutzt wurde, dieses Gräberfeld wurde im Herbst 2000 von Bundeswehrsoldaten des deutschen KFOR-Kontingents gereinigt und wieder eine neue Erinnerungsstätte errichtet. Und zwar vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der sich darum verdient gemacht hat, dass da 2009
wieder ein Soldatenfriedhof in Prilep eingeweiht wurde. Ein Vertreter unserer Stiftung war dabei. Und dort gibt es auch eine Erinnerungstafel für den 1917 gefallenen Sohn Heinrich. Keine drei Monate nach Heinrich fiel der zweitälteste Sohn von Ebert, nämlich Georg, im Alter von 20 Jahren in Frankreich. Wenn Sie mal Zeit haben, umgehen Sie durch unsere Ausstellung oben in Raum 4, da werden Sie die beiden Söhne sehen in Uniformen. Und wenn Sie Georg sehen, dann denken Sie, Sie haben einen 15-jährigen Jungen vor sich. Keinen Soldaten, sondern einen uniformgepressten Jugendlichen, der, wie gesagt, im Alter von 20 Jahren in Frankreich fällt. Doch weder sein Leichnam noch das Grab konnten später gefunden werden. So erkundete sich der Reichspräsident Friedrich Ebert 1921 bei den zuständigen Behörden, der Brief ist überliefert, über die Grabstätte von Heinrich und er bat Mitteilung, wo denn wohl das Grab seines Sohnes Georg ist. Das Zentralnachweiseamt konnte keine Mitteilung machen. Nach einer Mitteilung des Volksbundes an unsere Stiftung kann für Georg Ebert bis zum heutigen Tag keine Grabmeldung nachgewiesen werden. Vermutlich wurde Georg Ebert in einem Massengrab im französischen Laon beigesetzt. Die Leidenswege der drei Ebert-Söhne haben wir auch dank des Volksbundes nachzeichnen können. Wir haben die Zentrale in Kassel konsultiert und die konnten uns genau sagen, wer wo gewesen ist und wer wo beerdigt ist, nur Heinrich. Darum freuen wir uns als Stiftung, dass die Ausstellung hier im Eberthaus zu sehen sein wird. Und wir danken Ihnen, lieber Herr Schneiderhahn, und Ihrem Volksbund, wenn ich das so sagen darf, dass Sie dies möglich gemacht haben und dass Sie eigens nach Heidelberg gekommen sind. Herzlich willkommen noch einmal und wir freuen uns auf Ihre einführenden Worte. Schön, dass Sie alle da hier heute gekommen sind. Dankeschön. Das dauert jetzt, weil ich jetzt mich ja demaskieren muss. Herr Bürgermeister, Herr Professor Mathiesen, vielen Dank für Ihre freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen bin, das meine ich sehr ehrlich. Ich freue mich, in Heidelberg zu sein, auch wenn es regnet, klar. Eine wunderschöne Stadt. Ich freue mich, dass ich an dieser Ausstellungseröffnung in diesem denkwürdigen Gebäude teilnehmen darf. Ich freue mich, dass Sie es uns ermöglicht haben, als Volksbund hier zu sein. Das ist ja ein mehrfach historisch relevanter Bezug, den wir da haben. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich bei der Gelegenheit Sie, Herr Bürgermeister, kennenlernen darf. Wir haben alle miteinander und deshalb auch heute im kleinen Rahmen mit der Isolation in den letzten Monaten sicherlich unsere Probleme gehabt. Wir haben, glaube ich, alle miteinander gelitten. Und ich möchte wirklich zu Beginn auch daran erinnern, dass es vor allem die älteren Menschen in Pflege- und Altersheimen waren, aber auch Schüler und ihre Eltern, die diese Isolation ganz besonders erlebt haben. Viele von uns hat es nicht so hart getroffen. Wir konnten zwar nicht ins Lokal gehen, auch nicht in Heidelberg, oder Veranstaltungen besuchen, aber wir konnten alles einkaufen, was wir gebraucht haben. Wir konnten uns am Telefon oder über Video hören und sehen. Wir konnten mit unseren Familien zusammen sein. Wir konnten uns in unserer Wohnung die Zeit vertreiben mit Medien, mit Lektüre. Und wir konnten teilweise auch von zu Hause arbeiten, viele von uns. Und trotzdem haben wir es als Einschränkung empfunden. Warum habe ich damit begonnen, mit diesem Hinweis? Weil ich mir in der Zeit besonders überlegt habe, wie muss es eigentlich den Menschen im Krieg ergangen sein, wenn wir unter dieser Isolation, die wir jetzt haben, so furchtbar leiden. Die Soldaten, abgeschnitten von ihren Familien, die KZ-Häftlinge, die Kriegsgefangenen, die Häftlinge, jeder Menschen wurde beraubt. Die Angehörigen in zerbombten Wohnungen, Tod, Leid, Erniedrigung, Zerstörung, Chaos. Das ist es, was Kriege anrichten.
Und das ist es, womit wir uns beschäftigen müssen. Die Ausstellung, die heute Abend hier eröffnet wird, meine Damen und Herren, gibt Auskunft über die Tätigkeit des Volksbundes. Ich muss Ihnen jetzt nicht sagen und erzählen, was Sie nachher in der Ausstellung sehen können, mit eigenen Augen. Aber gestatten Sie mir zu Beginn und sozusagen zur Eröffnung einige Bemerkungen darüber, was uns antreibt und warum wir tun, was wir tun im Volksbund. Gegründet, Sie sagten es, wurde der Volksbund 1919, Reichspräsident war Friedrich Ebert. Dass er wusste, was Krieg für die Menschen bedeutet, haben Sie, Herr Professor, eindringlich geschildert. Können wir uns das vorstellen, wenn man zwei Söhne so kurz nach Beginn des Krieges verlieren muss? Heinrich Ebert, der war gerade 19, Sie sagte es. Wir haben ihn in Nordmazedonien, in Prilep, bestattet und durften sein Grab pflegen. Und ich sage Ihnen mit einem, na, Stolz ist jetzt falsch, aber mit einer gewissen Bewegtheit, dass ich in meiner aktiven Soldatenzeit dort sein konnte, weil wir gemeinsam an der Eröffnung dieses Friedhofs gearbeitet haben. Am Anfang der Arbeit dieses Volksbundes stand die würdige Bestattung gefallener Soldaten. Der Erste Weltkrieg ist, wie wir alle wissen, im Wesentlichen nicht auf deutschem Boden ausgetragen worden. Mithin lagen auch die deutschen Opfer in ausländischer Erde. Das ist für mich immer wieder ein wichtiger Punkt zu erwähnen, weil dieser Erste Weltkrieg nicht nach Deutschland gekommen ist. Der Zweite Weltkrieg ist zurückgekommen und hat in Deutschland Kriegsopfer gefordert. Berlin sah am Ende des Ersten Weltkriegs nicht viel anders aus als zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Ich glaube, das muss man immer wieder im Auge behalten. Der Friedensschluss 1918-19 hatte keine Harmonie in Europa erzeugen können. Es gab vielfältige Spannungen nach wie vor zwischen Deutschland und den Siegermächten. Und in einer solchen Situation schien es der sowieso mit vielen Aufgaben überforderte Reichsregierung besser, die Bestattung deutscher Soldaten im Ausland einer zivilgesellschaftlichen Organisation zu überlassen. Und daran hat sich dann auch am Ende des Zweiten Weltkrieges nichts geändert. Wir betreuen zurzeit 832 Kriegsgräber in 46 Ländern. Mit den 46 Ländern wird deutlich, wohin dieser Krieg ausgegriffen hat, in diesem Europa und in dieser Welt. Allein mit dieser Zahl, 46 Länder. In Deutschland sind die Kommunen für die Pflege der Friedhöfe zuständig. Wir unterstützen sie, wir beraten sie. Die Pflege der Kriegsgräberstätte und auch die Umbettung von Kriegsopfern, die immer noch und heute wieder, vor allem in Osteuropa gefunden werden, ist und bleibt die Kernaufgabe des Volksbundes. Die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft genießen nicht nur bei uns, sondern international, und auch das sage ich nicht ohne Grund sehr ausdrücklich, ein ewiges Ruherecht. Die Aufgabe der Pflege von Kriegsgräberstätten läuft also nicht aus, denn es ist ewiges Ruherecht, um das wir uns kümmern müssen, wenn wir unsere Arbeit tun. Aber die Arbeit verändert sich natürlich. Sie verändert sich verständlicherweise. Die Friedhöfe sind nach wie vor Friedhöfe und damit Orte der individuellen Trauer. Aber die Zahl der Menschen, die an die Gefallenen noch direkte Erinnerungen oder einen unmittelbaren Bezug haben, diese Zahl nimmt natürlich ab. Wir beschäftigen uns also intensiv mit der Frage, wie man diese Friedhöfe auch, diese Kriegsgräberstätten ist vielleicht besser als Friedhöfe zu sagen, zu Lernorten machen können. Kein noch so beeindruckendes Mahnmal kann die Schrecken des Krieges so deutlich zeigen, wie die schier unendlich scheinenden Gräbereien. Der damalige Luxemburger
Premierminister und spätere Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat 2008 in einer Rede im Deutschen Bundestag das so formuliert, ich zitiere ihn: Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher, nirgendwo bewegender ist zu spüren, was das europäische Gegeneinander an Schlimmstem bewirken kann. Ende des Zitats. Der Anblick eines Soldatenfriedhofs mit seinen oftmals geradezu militärisch ausgerichteten uniformen Grenzen lässt schaudern, aber er vermittelt noch nichts. Es bedarf der zusätzlichen Information. In welchem Zusammenhang sind diese Menschen zu Tode gekommen? Was erschließt sich uns aus der Anlage eines Friedhofs? Und vor allem, wer liegt hier eigentlich? Im Zweiten Weltkrieg sind zwischen 60 und 70 Millionen Menschen umgekommen. Diese Zahl ist so groß, dass sie im Wortsinne nicht fassbar ist. Es ist deshalb wichtig, aus den anonymen Kriegsopfern wieder konkrete Menschen zu machen. Die Biografiearbeit, die wir intensiv betreiben, kann den Gefallenen ihr Leben nicht wiedergeben, aber ihre Lebensgeschichte. Und sie macht ihren Tod anschaulich. Den Besuchern wird deutlich, dass in dem Grab vor ihnen nicht irgendein Soldat oder Kriegsgefangener oder ein Bombenopfer liegt, sondern ein Mensch, der eine Familie, einen Beruf, der Ziele, der Träume hat. Das schafft die Betroffenheit, was wir mit abstrakten Zahlen nicht bewirken können. Und dies geschieht umso mehr, wenn die Besucher und Besucherinnen der Kriegsgräberstätten begreifen, dass die Menschen in den Gräbern vor ihnen zwar mittlerweile schon lange tot sind, aber in ihrem Alter oder gar jünger waren, als der Krieg sie verschlang. Und so verbindet sich das in die Vergangenheit gerichtete Gedenken mit dem in die Zukunft ausgerichteten Denken. Und das wiederum soll zum Handeln führen, zum Einsatz für Frieden und Demokratie, wie Sie es, Herr Professor, im Zusammenhang mit Friedrich Ebert vorher erwähnt haben. Ich habe es an vielen Stellen vor dieser Veranstaltung schon sagen dürfen: Kriege brechen nicht aus. Kriege werden gemacht. Sie werden bewusst oder unbewusst vorbereitet. Durch Herabwürdigung von Menschen anderer Nationalität und Hautfarbe, durch Hasspropaganda und das Verächtlichmachen der Demokratie mit ihren vielen Kompromissen und manchmal auch sehr komplizierten Aushandlungsprozessen in der Demokratie. Wir haben es in unserer Geschichte ja selbst erlebt, wie eine Demokratie sturmreif geschossen wurde. Das hat nicht nur zur Diktatur im Inneren geführt, sondern am Ende zu einem verbrecherischen Angriffs- und Vernichtungskrieg, der große Teile der Welt und auch unser eigenes Land ins Unglück gestürzt hat. Wir betreuen, ich sagte es schon, Kriegsgräberstätten in 46 Ländern. Diese Zahl zeigt, um was es geht. Unser Gedenken, so wie ich es gerade skizziert habe, ist eng mit unserer Bildungsarbeit verbunden. Das betrifft Informationen auf den Kriegsgräberstätten, klassisch mit Schautafeln, mit Flyern, wie man sagt, und auch ganz modern mit Apps, die man über Smartphones abrufen kann. Aber wir führen auch zahlreiche Seminare, Diskussionen, sogenannte Workcamps durch, in denen sich vor allem junge Menschen intensiv mit der Geschichte befassen. Die Bedeutung der Bildung für unsere Arbeit wird auch darin deutlich, dass wir 4 eigene Jugendbildungsstätten betreiben, 3 davon übrigens im Ausland. Und wir führen zahlreiche Jugendbegegnungen durch. Und die Arbeit dort auf diesen Jugendbegegnungsstätten und dann auch auf den Friedhöfen will ich mal so beschreiben: Das ist Arbeit mit der Hand, das ist Arbeit mit dem Kopf und das ist Arbeit mit dem Herzen.
Diese drei Komponenten sind es, die wir sozusagen instrumentalisieren, um bewusst zu machen, um was es uns geht. Wer die Geschichte kennt, und nur der, kann Lehren aus ihr ziehen. Aber automatisch geschieht es nicht. Man muss sich die Lehren selbst erarbeiten. Der Satz, die Geschichte ist eine gute Lehrerin, den zweifle ich immer wieder deshalb an, weil wir selbst die Lehren ziehen müssen. Und wie wir in unserem Land auch aktuell erleben, kann man aus einer solchen Geschichte offensichtlich ganz unterschiedliche Lehren ziehen. Und uns geht es darum, daran zu arbeiten, dass die richtigen Lehren gezogen werden mit Blick auf die Zukunft und die Gestaltung und die Verantwortung für die Zukunft. Wenn heute gefordert wird, als Beispiel, man soll sich nicht ständig mit diesem Schuldkult, in Wirklichkeit aber mit der deutschen Verantwortung befassen, schon und stattdessen die herausragenden Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen würdigen, wenn der Nationalsozialismus als vergleichsweise unbedeutende Episode der deutschen Geschichte hingestellt wird, wenn dies und vieles andere in unserem Land geschieht, zeigt es, dass die Debatten um die Vergangenheit keine Debatten der Vergangenheit sind, sondern Debatten der Gegenwart. Und denen müssen wir uns stellen, wir Älteren, und wir müssen auch den Jugendlichen die Kraft geben, sich solchen Debatten zu stellen, mit den richtigen Lehren, wie wir meinen, aus der Geschichte. Die Arbeit des Volksbundes ist deshalb, weil uns das so am Herzen liegt, internationale Arbeit. Sie war es, ich habe die Entstehungsgeschichte kurz erwähnt, von Beginn an. Sie beschränkt sich heute nicht auf die Pflege von Kriegsgräberstätten, sondern eben auch auf gemeinsame Gedenkveranstaltungen. Auch die Teilnehmer unserer Bildungsveranstaltung kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Schon allein die Bewahrung und die Neuanlage von Kriegsgräbern im Ausland ist kein Selbstläufer. In dem Zusammenhang möchte ich Sie einfach mal daran erinnern, worüber man oftmals auch im Volksbund sehr locker oder mit großer Selbstverständlichkeit hinweggeht. Ich will daran erinnern, dass die in diesen Ländern begrabenen, dort gefallenen Soldaten als Besatzer und Aggressoren ins Land kamen und dass sie unter Umständen getötet haben, sicher, dass sie Täter wurden, bevor sie selbst getötet wurden, dass sie teilweise Kriegsverbrechen begangen haben. Und trotzdem erlauben uns die Völker, die so geschunden wurden durch deutsches Militär, unsere Toten, die dort gefallen sind, in ihrer Erde zu beerdigen. Man muss darüber nachdenken, um zu erkennen, welche Kraft in dieser Geste liegt, die uns überfallen haben, in unserer Erde zur ewigen Ruhe, mit ewigem Ruherecht zum Frieden kommen zu lassen. Ich glaube, daran muss man immer wieder erinnern, gerade in dieser Zeit, gerade wenn man jetzt mit der Sowjetunion oder mit anderen, mit Russland jetzt so seine Probleme hat. Diese Geste dieser Menschen, die ja teilweise das alles noch erlebt haben, was von uns angerichtet wurde, das, glaube ich, ist unglaublich wichtig. Wir können manchmal die individuelle Schuld nicht feststellen. Und bei einer solchen Ausgangslage kann man auch nicht nach Russland, nach Polen oder Serbien fahren und sagen, hallo, wir sind hier, wir wollen jetzt einen Friedhof für deutsche Soldaten bei Ihnen aufmachen. Ich glaube, es ist einleuchtend, dass das so ohne weiteres nicht geht. Und deshalb können wir unsere Aufgabe nur erfüllen, wenn von uns aus glaubhaft, glaubwürdig ausgeht, dass wir aktiv für Versöhnung eintreten. Nur dieser Zusammenhang macht uns die Arbeit möglich. Wir können das nicht fordern, auch nicht von den anderen, aber wir können miteinander arbeiten. Wenn man diese ausgestreckten Hände entgegennimmt, gerade in den Ländern, die ich kurz angesprochen habe, dann heißt es für uns auch, dass wir ein Zeichen setzen. Voraussetzung für die Versöhnung ist die Erinnerung.
Das klingt natürlich ein bisschen widersprüchlich. Viele sagen, es wäre doch einfach, wenn man das ganze Geschehen einfach vergessen würde. Die Masse von uns ist nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und man könnte jetzt, Sie hören das so oft, wie ich auch jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Ja, wenn es möglich wäre, wäre es ein verlockender Ansatz. Die jungen Menschen drücken auf den Reset-Knopf, löschen die Festplatte der Erinnerungen und fangen neu an. Aber was in persönlichen Bereichen und Beziehungen schon nicht funktioniert, wird es im internationalen Kontext erst recht nicht gehen. Der Zweite Weltkrieg war ja keine Fußballmeisterschaft, wo man gegeneinander kämpft und dann gibt es Gewinner und Verlierer und anschließend geht man nach Hause. Der Zweite Weltkrieg hat nicht nur, ich sagte die Zahl schon, zwischen 60 und 70 Millionen Menschen das Leben gekostet. Er hat darüber hinaus Hunderte von Millionen Menschen körperlich und seelisch verkrüppelt. Er hat unzähligen Menschen die Liebsten und die Heimat genommen. Er hat die europäische Landkarte verändert und die Elbe zu einem Grenzfluss zwischen West und Ost gemacht und dabei den Menschen östlich der Elbe für über 40 Jahre unter sowjetische Herrschaft gebracht. Im Nationalsozialismus sind Millionen Menschen fabrikmäßig vernichtet worden. Juden, Roma, Sinti, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene. Auch das wäre ohne den Krieg nicht oder nicht in diesem Ausmaß möglich gewesen. Der Krieg selbst war vor dem Hintergrund der an militärischen Konflikten bedauerlicherweise nicht armen Geschichte ein ungeheurer Zivilisationsbruch. Es war der erste Krieg, in dem die Opfer unter Zivilbevölkerung kein Kollateralschaden waren, sondern erklärtes Kriegsziel waren. Und das wirkt noch über viele Generationen weiter. Das ist der fundamentale Bruch der Zivilisation, der da eingetreten ist. Ich freue mich, dass wir im Auftrag der Bundesregierung zusammen mit russischen Stellen seit 2 Jahren an einem Projekt arbeiten dürfen, wo es um Kriegsgefangene geht. Wir hatten vor wenigen Wochen in Moskau eine Konferenz, in der wir das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen, die in Kriegsgefangenschaft gestorben sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie nichts zu essen haben, weil sie krank waren und nicht gepflegt wurden oder weil sie einfach gedemütigt und vernachlässigt wurden. Dieses Schicksal soll aufbereitet werden. Steinmeier und Lavrov, Steinmeier damals Außenminister, hatten dieses Abkommen getroffen, das da heißt, wir wollen auch diesen Kriegsgefangenen einen Namen zurückgeben. Und wir sprechen noch einmal von 5 Millionen Menschen, von denen mindestens 3 Millionen in Kriegsgefangenschaft umgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Sie können sich vorstellen, Sie wissen, dass dieses Schicksal dieser Menschen auch auf der russischen Seite ein sehr sensibles Thema ist, zumal die damalige Sowjetunion die zurückkehrenden Kriegsgefangenen nicht mit offenen Armen empfangen hat, sondern sie als Verräter bezeichnet und auch so behandelt hat. Auch da ist das Thema Versöhnung ein zentrales Thema geworden. Versöhnung geht nur über den Weg der Erinnerung und über den Weg der Empathie. Nun ist es in der Erinnerung imminent, dass es bei den Menschen unterschiedlich ist, unterschiedliche Erinnerung. Das kennen wir aus dem Privatleben, das kennen wir aus unserem Freundeskreises, dass dasselbe Ereignis, das man gemeinsam erlebt hat, in der Erinnerung oftmals ganz unterschiedlich rekonstruiert wird, selbst wenn darauf kein Stress liegt. An die Kindheit, die ja oft dadurch wieder präsent wird, dass man sie uns erzählt, aber eben aus den Gesichtspunkten derer, die es erzählen, und nicht diese so erlebt haben. Und was ich gerade gesagt habe, nur als Gedanken, das ist natürlich für kollektive Erinnerungen noch viel wichtiger, vor allem für solche, die in diesen Zeiten, in deren Erinnerung es geht, noch gar nicht geboren waren. Und deshalb sind solche Narrative ungeheuer prägend und wichtig. Die Serben erinnern sich noch heute an die Schlacht auf dem Amselfeld.
Das war 1389. Aber bis heute ist es ein Baustein der serbischen Identität und noch immer ein Stolperstein auf dem Balkan, wenn man an die Beziehungen zum und im Kosovo denkt. 1389. Es gibt also nicht nur eine Erinnerung an den Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Diese Erinnerung ist vielmehr gebrochen und illuminiert sich durch nationale Narrative, persönliche Erfahrungen, persönliche familiäre Erzählungen. Ein Grieche hat den Zweiten Weltkrieg anders erlebt als eine Französin. Ein Deutscher hat andere Erinnerungen, wenn er als Soldat an der Ostfront war, als er, wenn er zurückkommt in ein Leben als Schriftsteller. Und die Erinnerungen einer Deutschen an diese Zeit sind unterschiedlich geprägt, je nachdem, ob sie jüdischen oder christlichen Glaubens war. Um nur wenige Beispiele der Differenzierung der Erinnerung zu erwähnen. Wir müssen einander zuhören deshalb. Wir müssen verstehen, warum und wie andere Menschen bestimmte Erinnerungen anders haben als wir. Und wir müssen diese anderen Erinnerungen ernst nehmen und auch die damit verbundenen Gefühle. Wir müssen vor allem den jungen Menschen bei der Gelegenheit vermitteln, dass es kein richtig oder falsch in diesem Zusammenhang gibt. Als im Deutschen Bundestag im letzten Monat über den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion debattiert wurde, hat Bundesaußenminister ein Projekt herausgestellt, auf das wir besonders stolz sind. Wir nennen das Peace Line, das müssen wir so nennen, weil es ein europäisches Projekt ist. Dieses Vorhaben will Jugendliche zusammenbringen aus europäischen Ländern. Und wir wollten es auch an diesem 22. Juni, dass diese Jugendlichen gemeinsam, rund 300 aus Petersburg, auf den Weg gehen über Riga, Kaunas, Danzig nach Usedom und dort unsere Bildungsstätten besichtigen, Kriegsgräberstätten besichtigen. Und eine zweite Route sollte führen von Weimar über Prag nach München zum Bodensee und nach Verdun zu den Gedenkstätten im Elsass. Das sind unsere Routen, die wir hatten. Nun konnten wir es im letzten Jahr nicht machen. Die Gründe sind Ihnen bekannt. Dieses Mal ist es auch schwierig. Aber wir versuchen, dass wir noch einmal dieses wirklich mit richtigen Menschen nicht nur virtuell machen können. Ich freue mich natürlich, dass ein Unternehmen aus Baden-Württemberg gesagt hat, der Schraubenwirt gesagt hat, ich stelle euch Lehrlinge für diese Reisen zur Verfügung, die kriegen frei und ich bezahle, dass sie da mitmachen können. Es gibt auch andere Unternehmen, auch in Kassel, SMA macht mit. Das wollte ich Ihnen als Beispiel erzählen. Ich muss natürlich auch jetzt erwähnen, dass der Volksbund sozusagen eine Mischfinanzierung hat. Warum ich das sage, ist sehr durchsichtig. Ein Drittel unserer Finanzierung kommt jährlich aus dem Auswärtigen Amt und die anderen zwei Drittel bestreiten wir aus Mitgliederbeiträgen. Es ist ganz einfach bei uns Mitglieder zu werden, das ist eigentlich wirklich nur ein Klick im Internet auf der Homepage mit sehr niedrigen Jahresbeiträgen, aus Spenden. Wir leben davon, dass es viele Menschen gibt, die uns ihr Erbe übertragen und all das ist sehr positiv, aber Erbschaften haben was Endliches in sich. Das ist die letzte Spende, die man bekommt. Und die, die uns spenden können im Sinne der Erbschaften, die werden natürlich immer älter. Und das ist ein bisschen unser Problem als Volksbund. Ich bitte jetzt um Entschuldigung, die Nase läuft. Wir sind noch gut dran, aber wir müssen darum ringen, dass wir junge Menschen in den Volksbund bekommen. Und nicht nur ganz junge, aber so ein Mittelfeld. Darum müssen wir arbeiten und an diese Menschen müssen wir herankommen. Das war im letzten Jahr extrem schwierig, weil nicht die Soldaten mit der Sammelbüchse in den Ortschaften da sein durften, da sein konnten. Und Sie wissen, wie viele Ereignisse wir einfach nicht durchführen konnten, weil die Auflagen so waren. Ich klage jetzt nicht, aber ich denke, das gehört, wenn man die Ausstellung sieht, natürlich so ein bisschen zum Hintergrund, dass das alles nicht von alleine geht, was wir da machen. Wir brauchen engagierte Menschen, die sich bei uns einbringen.
Und Sie, Herr Bürgermeister, wissen das so wie andere auch. Sie, denke ich auch, Herr Professor, die Jugend ist für Events schnell zu begeistern, für nachhaltiges Mitmachen und Eintreten muss man viel tun, um sie zu begeistern. Also das Mitmachen und sich das dauerhafte Engagieren, das ist eine Schwierigkeit. Ich freue mich natürlich, dass wir letztes Jahr beim Volkstrauertag Prinz Charles als Festredner im Reichstag begrüßen durften, der eine wirklich fulminante Rede gehalten hat, abwechslungsweise in Englisch und in sehr gut verständlichem Deutsch. Mit solchen Maßnahmen versuchen wir eben auch Interesse zu wecken, dass wir über solche Spitzenredner, Präsident Macron war auch schon da, einfach Interesse erwecken und die Leute sagen, Donnerwetter, das ist ja ganz gut, was wir da zu Wege bringen. Aber an der Nachhaltigkeit müssen wir natürlich arbeiten. Der Prinz Charles fliegt dann wieder nach Hause und dann beginnt hier die Arbeit, aus dem Echo Engagement zu machen. Und das versuchen die Mitarbeiter, die Hauptamtlichen und die Nebenamtlichen im Volksbund. Und das lohnt sich, glaube ich. Wenn Sie die Ausstellung sehen, werden Sie merken, welchen wichtigen Beitrag wir in dieser Erinnerungskultur leisten können und wollen. National, aber auch, und das ist mir sehr wichtig, im europäischen Rahmen und weit hinaus in die, ja, in die 46 Länder. Ich muss es noch einmal sagen. Und wenn ich beim Auswärtigen Amt um Geld werbe, dann versuche ich in Erinnerung zu bringen, dass wir dann, wenn wir mit Soldaten auf einem dieser Friedhöfe arbeiten, 832 sind es, im Ausland, dass wir da auch Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland in dem Land sind, in dem unsere Gefallenen beerdigt sind. Und wie wir mit denen umgehen und was wir damit zeigen können, das ist Ausdruck unseres kulturellen Verständnisses. Aus welchen Gründen auch geprägt, aus christlichen oder anderen. Aber ich denke, es ist schon ein Zeichen für das Selbst, für das Wertegefühl einer Gesellschaft, wie sie mit ihren Toten umgeht. Und das können wir zeigen und insofern sind wir auch Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland im Ausland, ohne dass wir jeden Tag darüber reden. Der Volksbund, um damit abzuschließen, als Beginn dessen, was Sie nachher sehen, der Volksbund, das ist Trauer und Erinnerung. Der Volksbund ist Grabpflege und Angehörigenbetreuung. Und der Volksbund ist Information und Bildung. Der Volksbund, das ist Begegnung in Europa. Der Volksbund ist Jugend und Zukunft. Und das ist Ernst, dieser Volksbund, bezüglich des Gestern. Und er soll und will Lust machen auf ein demokratisches und friedliches Morgen. Wir sind eine große Bürgerinitiative zum Beginn gewesen und ich verstehe uns immer noch als eine große Bürgerinitiative für Frieden, Demokratie und ein wichtiger Baustein in unserer Zivilgesellschaft. Jetzt habe ich Sie sehr auf die Folter gespannt. Sie wollen die Ausstellung sehen und ich bewundere Sie, wie treu und fest Sie mir so lange zugehört haben. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich auf die Begegnung, die uns jetzt zusammenbringen wird. Herr Professor, ich gebe an Sie zurück. Herr Bürgermeister. Es fällt jetzt ein bisschen schwer, außer Dankesworten noch etwas anderes zu sagen. Ich danke Ihnen, Herr Schneiderhahn, für Ihren eindrucksvollen Vortrag. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, Sie haben es gemerkt, ich habe einige Sachen notiert. Dinge, die mich zum Nachdenken zwingen und Ihre Rede hat zum Nachdenken angeregt. Die Täter, die wir in fremder Erde beerdigt haben, die waren vorher Täter, die Soldaten, auf diesem Boden, wo sie jetzt liegen. Ich erinnere, dass wir einen Fortbildungsausflug, eine Fortbildungsmaßnahme nach Verdun. Wir haben das Gebeinhaus gesehen, wir haben die Mitteilung bekommen, dass dort ein paar Tage bevor wir gekommen sind, drei neue Gebeine gefunden worden sind. Wir sind da langgelaufen, immer mit den Hinweisen, ja, nicht die Wege zu verlassen, wenn wir noch jemanden
vielleicht ein Grab oder ein dort noch in der Erde liegendes Gebein berühren würden. Und ich erinnere mich auch, als Sie es erwähnt haben, die russischen Kriegsgefangenen, die in Deutschland gewesen sind, die dann zurückgekommen sind, die nicht dieses Inferno hier mit dem Todhahn bezahlen müssen, aus welchen Gründen auch immer, die dann in der Sowjetunion als Landesverräter angeschaut worden sind. Wir hatten eine Ausstellung vor einigen Jahren hier im Haus. Das war etwas, was wir hier so gar nicht wussten. Das heißt also, Sie haben uns nachdenklich gemacht und ich sage Ihnen noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie das in dieser eindrucksvollen und eindringlichen Weise getan haben. Und ich darf Sie jetzt alle dazu auffordern, sich ein Bild zu machen von dieser Ausstellung, die wir hier im Hause zeigen. Denn ich darf Ihnen noch mal ganz herzlich Dankeschön sagen. Ich tue das mit einem kleinen Bildband. Sie haben uns was mitgebracht, Sie sollen sich auch was mitnehmen. Das müssen transportieren jetzt andere, das müssen Sie jetzt transportieren. Das ist ein kleiner Bildband über das Leben und Werk von Eberts. Wir machen das mit Abstand. Mit Abstand werden wir uns nochmal begrüßen und Danke sagen. Danke, dass Sie da gewesen sind. Wir freuen uns über das Leben und Werk. Danke Ihnen auch. Und jetzt ist die Ausstellung eröffnet. Wir werden keine Führungen machen, sondern jeder möchte sich bitte alleine orientieren. Denken Sie daran, dass wir Abstand halten müssen. Es ist nun mal so, die Ausstellung wird dann, wenn diese Eröffnung vorbei ist, in das Zentrum gerückt werden. Und wenn Sie dann nochmal kommen wollen, auch mit Bekannten und Freunden, wird sie dann etwas zentraler stehen. Jetzt ist etwas anderes. Danke, dass Sie da gewesen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend hier und einen erkenntnisreichen im Bestaunen dieser Ausstellung. Dankeschön. Danke.